Ja, Hallöchen, ich bin's mal wieder mit einem kleinen Abfuck-Video. Ich wollte euch nur mal so eben zeigen, was ich ja in meiner Freizeit mache. Also in meiner Freizeit, wenn ich nicht wie ein Politiker rede und keine Videos hochlade, schaue ich gerne dabei zu, wie League of Legends krampfhaft versucht, eine Verbindung wiederherzustellen, die leider aufgrund minderbemittelter, inkompetenter Bastarde unterbrochen wurde. Liebe Telekom, ihr werdet es leider nicht hören, weil ich leider kein Gronkh bin. Ich habe leider keine 3 Millionen Zuschauer. Ich hätte jetzt in diesem Moment gerne wieder mal 3 Millionen Zuschauer, einfach um der Telekom eine in die Fresse zu geben, ihnen mal was zu sagen. Ich finde es wirklich nicht schlimm, dass das Internet so alle 3, 4 Monate mal weg ist. Ja, das ist ungefähr so die Spanne. So, alle 3, 4 Monate kackt das Internet bei mir ab. Das ist ja, wäre ja an sich auch nicht schlimm, ne? Wenn es mal, gut, jetzt hier bei League of Legends ist es doof, wenn es dann mal passiert, ne? Aber das Problem ist halt, dass es nicht 5 Minuten lang ist, sondern es ist dann meist 1, 2 Wochen so. Ich habe dieses Problem jetzt seit Sonntag. Und es ist jetzt das dritte League of Legends, ich kann schon gar nicht mehr reden bei dem Scheiß, League of Legends Spiel, welches ich leider nicht beenden kann. Aber mal abgesehen davon, Zedmaster, ich muss gegen Zedmaster spielen und der Zed ist ja sowieso ein Bastard-Champ. Also, ich habe mich ja in meinen früheren Videos über Katarina beschwert, aber sorry, Zedmaster ist da noch eine Stufe weiter oben, weil der bringt mich immer nur mit R um. Es ist wirklich nicht so, dass der irgendwas kann. Der drückt wirklich. Ungelogen, ja, bei Katharina, okay, nehme ich's zurück. Da brauchst du vielleicht wirklich ein bisschen Skill, ein bisschen Fähigkeiten, ja? Aber sorry, der Zedmaster, der drückt wirklich nur R und schon bin ich tot. Es ist immer so. Es ist immer so, wenn ich gegen ihn spiele. Aber das ist auch nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist einfach, dass ich auch überhaupt gar keine andere Möglichkeit habe, ihn besiegen zu können, ne? Man könnte jetzt an der Stelle sagen, ja, okay, wir haben jetzt hier, keine Ahnung, wir haben jetzt hier, okay, wir haben keinen. Der wirklich viele Kills hat. Die hier, die olle Schlampe, das habe ich jetzt nicht gesagt. Die hat dem ja 2 Kills gegeben, ne? Also, ihr seht es ja, der hat 4 und ich bin nur zweimal gestorben. Sorry, aber da kann ich auch nicht mehr ruhig bleiben. So, liebe Telekom, rafft euer Leben, kommt mal klar. Es kann wirklich nicht sein, dass das Internet da 364 Tage abkackt, weil ihr so inkompetent seid. Weißt du, wenn man da anruft. Dann heißt es wieder, ja, checken Sie Ihre Kabel. Hören Sie auf, an den Kabeln rumzuspielen. Ich spiel gleich mal mit eurem Leben rum. Ich spiel gleich mal mit eurer Kehle rum. Schneide ich euch die Kehle raus. Verdammt nochmal. Kann doch nicht wahr sein. Ganz ehrlich.